ship! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first deck. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! We've got another classic fit, both of which you wouldn't invite to your mom's house. What's this? They've hired a star player. Oh, this match just gets more and more exciting. Talented players on the pitch. I hope they offer us a show worthy of their status. This team has been working and training harder than a Skaven slave does to stay alive. There's the Bloodwiser Vate. I may have to go for a nibble later. And we've got an interesting match ahead of us. One where the sides are not evenly matched. Bob's quite excited, aren't you, Bob? Thrilled, more like you. I love these uneven games. There's always so much blood. Ja, hier wieder beim Koali und beim Blood Bowl 2 mit der Nerdpool Chaos Squad. So. Facing the Dark Elves is never fun. They're cruel, they're vicious, and they're really pretty good. Ja, unsere Kommentatoren, Bob und Jim, ja, sie quatschen mir gerne mal rein. Deswegen die Begrüßung heute ein bisschen zu spät. Wir spielen gegen ein Dunkelelfenteam. Mal sehen, ob die uns mehr entgegenzusetzen haben als beim letzten Mal. Besonders auch der Starspieler, den Cartman so mag, mit dem hypnotischen Blick. Ja, der ist auch wieder da. Ja, und hier haben wir lustige, ziemlich hochgelevelte Elfen schon. Okay, auf dieser Flanke nicht so, aber hier haben wir einige, die hier schon was drauf haben. Müssen wir mal gucken, ob wir das so hinkriegen. So. Drei Assassinen insgesamt. Inklusive dem Starspieler. So. Wir verlieren beide einen Zug. Schade. Weniger Zeit, Elfen kaputt zu hauen. Hier geht's wieder Koali an den Kragen. Haben wir eine Standardaufstellung mal gewählt. Diesmal also Preak, Plastiklöffel und der gute Manu nicht im Spiel. Das Erstechen hat geklappt gegen den Eloridas. Und der ist direkt mal gelähmt. Das wirft uns natürlich ein bisschen zurück. Ich weiß gar nicht, ob die Kombination aus Mehrfachblock und Erstechen auch klappt. Müsste eigentlich. Ist eigentlich eine ziemlich coole Kombo. Und jetzt kommt der Blitz gegen Koali. Wie so häufig. Und Koali ist verletzt. Nein! Verpasst das nächste Match. Oh wei, oh wei. Das fängt ja gut an, das Spiel. Ein Gelähmter, ein Verletzter. Nicht gut, Leute. Nicht gut. So, und wir haben niemanden in einer Tackle-Zone stehen. Das ist Elfenspiel at its best. Ja. Wo gehen wir denn hin? Mit den, mit dem Blood-Scorpion tackeln, den dahin schieben. Hat der 3, 4, 5, ein 1er Block. Gut gestellt hat er sich. Gehen wir mit dem Bero hier rein. Jetzt drücken wir mal die Daumen, dass der Blood Scorpion heute Lust hat. Ja, hat er.
is approximately the same size as his entire opponent. Und? It looks rather like an old traditional spectacle in their style. Leider wieder nur schieben. Schade, aber jetzt sind wir wenigstens dem Blood Scorpion vorne am Gegner. So, hier den Cartman wieder auf der Flanke mit seinem Lieblingsgegner. Ja, hier die Seite ist jetzt ein bisschen offen. Aber das kann ich jetzt groß nicht verhindern. Backfisch halte ich mal aus dem Nahkampf raus. Denn die ist die einzige, die hier noch nicht so stark ist wie die anderen. Okay, einer wird nach links gezogen. Okay, wir gehen zurück, alles klar. Das heißt, da kommt jetzt gleich der Block gegen den Chaoskrieger. Oh, der Funk geht zu Boden. Jetzt geht's gegen Cartman. Es scheint wirklich so, dass die Elfen hier prügeln wollen. Und bisher machen sie das besser als wir. Der Beru geht zu Boden. Und ist K.O. Oh weia, das wird ein schwieriges Match, Leute. Drei Spieler schon, also zwei Spieler down. Let's hope Nuffle is smiling on those blocking dice balls. Okay, zum Ballträger bewegt sich zumindest diese Runde nicht. Bei den Ballträgern der Dunkelelfen, bei den Läufern zumindest, muss man mal ein bisschen aufpassen. Die haben Abspiel. Das heißt, wenn man sie attackiert in unserer Runde, kann er in der gegnerischen Runde nochmal einen kurzen Pass machen. Okay, starten wir damit, dass wir hier aufstehen. Den Backfisch mal noch hier vorne bringen. Der ist der gefährlichste jetzt hier, weil er den Touchdown machen kann. So, dann Blood Scorpion. Einmal gegen den Blitzer. Jawohl, und wir starten diesmal endlich auch mit einem Verletzten. Und der könnte diese Verletzung anders machen als der Blitzskorpion. So. Dann natürlich jetzt hier dieser Block. Jetzt bitte ein Abspiel machen. Nein, wird er nicht. Okay, alles klar. Alles klar. Muss man ja nicht, ne? So, Kuriminus. Hol dir mal den Ball. Kuriminus. Okay, alles klar. Hat doch noch geklappt. Einmal Unterstützung durch den Lesrak. Ja, das war gerade ein bisschen glücklich. So, hier einmal den Mischka hin. Und der Cartman macht hier mal ein bisschen zu. Hoffentlich geht er nicht zu Boden. Nein, geht er nicht. Alles klar. Zug beenden. Ja, es hat besser geklappt, als ich dachte. Warum er jetzt hier das Abspiel nicht benutzt hat, weil es ist mir irgendwie ein Rätsel. Go for it für den Harkon.
Und jetzt kommt der Block. Aber das Ausweichen klappt nicht, weil wir haben Tackle. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. So, Blood Scorpion, einmal hier hauen bitte. Und jetzt einmal den nächsten Elf aus dem Spiel hoffentlich. Na, leider nicht. Cartman, dein Zug hier Elfen wegzuhauen. Und Cartman macht die Casualty des Tages. Hoffentlich schafft er davon noch mehr. So, das heißt, unser Ballträger ist frei. Und bewegt sich dann jetzt auch mal Richtung Touchdown-Zone. Einmal schön hier abgeschirmt von Mischka. Der Samu ist leider nicht so schnell. Das heißt, er wird mal hier rüberlaufen zu der Echsenkriegerin. Und hier der Lestrak macht hier mal den Pseudokäfig ein bisschen zu. Der muss immerhin erst aufstehen, bevor er was machen kann. So, Backfisch. Eine Unterstützung hier. Ich würde nämlich gerne den Starspieler hauen. Ist immerhin ein Einserblock, aber der klappt. Und wir bleiben stehen. Okay. Ja, und dann beenden wir den Zug. Zwei Go for it. Und das klappt nicht. Na jetzt aber. Alles klar. Und ein zweiter Spieler an den Ballträger. Und yay, Tackle! Und der nächste Elf ist raus. Das ist der Starspieler. Da hat sich der Cartman ja mal gerecht. Einfach mal so das Bein rausgestellt und dann so. Peng! Sehr gut gemacht. Ist doch der Cartman gewesen hier, ne? Nein, das war der Mischka. Alles klar. Gut. Cartman steht ja hier hinten. Alles Paletti. So, hier ausweichen. Da können wir den Cartman also jetzt nicht sicher reinschicken, weil der hat nämlich keinen Tackle. Aber der Lestrak hat das. Der Lestrak macht das. Lass das mal den Lestrak machen. Der Lestrak macht das gut. Der ist gewandt. Wir folgen ihm trotzdem. Und ist raus. So. Blood Scorpion. Und push. Überspringen. Kann ruhig hinterher, ist mir egal. Wiederholungswurf. Ah, schade. Ja, für sowas ist das Manndeckung manchmal gut, ja. Der arme Blood Scorpion. Aber unser Ballträger ist nicht in Gefahr. Ist da ganz auf der anderen Seite des Spielfelds. Die Hälfte des Elfenteams noch in unserem Spielfeldhälfte. Es kommt ein Go for it. Und ein Einserblock. Ja, den kann der Kuriminus noch vertragen. Und die hat Ball entreißen. Naja, gut. Und zwei Go for it von dem hier. Aber was ausweichen klappt nicht. Da fliegen die Wiederholungswürfe bis zum geht nicht mehr. Oh, er hat aber auch Pech. Seinen Elfen hier. Ne? Na gut. Soll mir recht sein. Wir haben hier den Messwack, der jetzt hier die Dame mal hoffentlich entsorgt. Oh, leider nicht. Gut. Cartman. Der hat Ausweichen leider.
trotzdem haust du den mal. Oh, das Stärke-4, das habe ich auch noch gar nicht bedacht. Mhm. Loridas, einmal hier hin. Blutskorpion sollte mal wieder aufstehen. Will er aber nicht. Okay. Wer nicht will, der hat schon. So, der Mischka holt sich den Ball und schmeißt ihn mal zum Kuriminus. So, wir haben noch einen Blitz über, den werden wir jetzt beim Backfisch verwenden. Der hat Ausweichen. Ja, schade. Bleiben. Und dann gehen wir hier vorne hin. Und unterstützen den Frank mal gegen die Hexenkriegerin hier. Und beenden unseren Zug. Sieht ganz gut aus gerade. Finde ich zumindest. Die verletzten Box der Elfen sieht gut aus. Leider haben wir Koali verloren. Das ist natürlich nicht so gut. Da kommt der Blitz mit einem Go for it. Aber bisher schaffte der nicht. Jetzt aber. Ausweichen hat der Kurimus. Hat die Guard vorne? Eine Hexenkriegerin mit Guard? Ach nee, der hatte starke 4. Ah, ist klar. Ja. Aufstehen und nach vorne. Generell erstmal aufstehen. Oh, schafft er sogar. Und dann hier nach vorne, wo die ganzen Leute sind. Ich hätte ihn besser noch dargestellt. Naja, egal. So, dann haben wir hier einen Block zu machen. Der hoffentlich zu der K.O.-Box führt oder zu schlimmerem. Backfisch. Unterstützt mal den Cartman gegen diesen merkwürdigen Starspieler hier. Ah, der Cartman schiebt den nur ein bisschen beiseite. So, Samur einmal nach vorne zum Geschehen. Die hat keine Ringen. Und kein Blocken. Das heißt, sie ist jetzt verletzt. Sehr gut, Lesrak. Lesrak ist heute in Form, oder? Lass das mal Lesrak machen. Lesrak macht das gut. So, der Blitz mit dem Mischka. Der hat Ausweichen. Das heißt, es ist völlig egal, was ich jetzt hier gerade mache. Ah ne, der Mischka hat auch Tackle. Sehr schön. Dann gehen wir noch dahin und bauen ihn ein bisschen zu. Touchdown machen müssen wir noch nicht. Sieht gut aus. Erstechen gegen Cartman. Okay. Ja, blocken. Okay, Kuriminus wird umgehauen. Und da kommt ein Go for it mit der Hexe. Aber Tackle. Vom guten Eloridas. So. Lesrak, wenn du in Form bist, dann hau doch mal hier. Mal schieb den mal weg, genau. Weg da mit dir. Folgen. Samur einmal. Haut den mal zu Boden. Sehr schön.
Dankeschön. Luminos ab in die Endzone. Und der Mischka hat die Chance, hier noch einen Pass zu werfen und sich einen Starspielerpunkt zu verdienen. Ah, Corriminos, komm, mach mich schwach hier. Nein. Kein Touchdown für uns in Runde 1. Haben die Elfen erfolgreich verhindert, dass wir den Touchdown machen. Und ich habe ihn mal wieder nicht erzielt, weil ich zu gierig für Starspielerpunkte war. Ja, altbekanntes Problem. Aber noch ist ja nichts verloren. Wir haben den Ball in der zweiten Halbzeit. Drei Assassinen auf dem Spielfeld. So, wen holen wir denn dazu? Holen wir jemanden dazu? Freak und Plastiklöffel. Mischka und Backfisch hätte ich schon gerne auf dem Spielfeld. Ich glaube, den Bero wechsle ich mal aus. Hab lieber auch einen mit Knochenbrecher mehr auf dem Spielfeld. So, hier vorne war Backfisch. Er steht aber ziemlich offensiv. Lot Scorpion. Und Plastiklöffel ziehen wir noch hier. Und den Eloridas noch hier. Einmal hier wird getauscht. So, hier haben wir noch den Manu. Der geht mal in die Mitte. Lesrak auf der linken Flanke. Ja. Samur möglichst mittig. Ist auch okay. Behalten wir mal so. Wir bekommen einen extra Wiederholungswurf. Ab zu Boden mit dir, du komischer Assassine. So, Frank. Der hat auch Blocken. Das heißt, wir wiederholen hier mal einen Wurf. Wir haben es ja. Oh, wir hätten das lieber fürs Ballaufheben oder so gebraucht. Ah, jetzt habe ich auch noch falsch gedrückt. Ah, es läuft nicht, Leute. Es läuft nicht. Läuft nicht. So, hier. Einmal Frauen schlagen. Und stehen bleiben. Yep, ab in die K.O.-Box. Kappen. Ich glaube, ich hau erstmal mit dem. Der hat keinen Block. Nächste K.O.-Box. Sehr schön. Plastiklöffel. Hat er jetzt Knochenbrecher seit neuestem? Folgen. Gelähmt. Alles klar. So, haben wir noch eine Möglichkeit zum Blitz. Gut, dass wir so viele Spieler mit Tackle haben inzwischen. Sonst wäre das hier sehr frustig, glaube ich. So. Cartman ziehen wir auch mal hier rüber. Der Mischka geht mal hier hin. Und Backfisch nimmt den Ball auf.
Und passt auf den Mischka. Boah, das war aber ein lausiger Pass. Der erste lausige Pass seit langem. Überhaupt, ich glaube überhaupt von Backfisch. Naja, der Ball liegt trotzdem ziemlich gut bisher. Kommen sie angespurtet, die Dunkelelfen. Dunkelelfen werden noch von den Elfenteams das Team, was nicht so schnell ist. Ja, Stechen ist fehlgeschlagen, Gott sei Dank. Da kommt ein Blitz. Gegen den Plastiklöffel. Oh, ist der starke 4 Blitzer. Stärke 4 blocken und ausweichen. Ziemlich nervig. So, wie machen wir das jetzt hier am geschicktesten? Ich glaube, wir hauen erstmal den Assassinen. Und der hat keinen Blocken. Sehr gut. Dann versuchen wir... schwierig. Wenn wir da einen hinziehen... ziehen den Cartman hier nach vorne. Mischka auch nach vorne. Und dann hauen wir den hier. Ja, nicht so wie ich das wollte, aber besser als nix. Geben wir kurz den Ball auf. So. Was machen wir mit ihm? Der steht da ganz gut. Blitz! Weg mit dir, du komischer Läufer. Gelähmt. So muss das sein. Auch der Assassine wird hoffentlich jetzt... Jo, ist auch gelähmt. Wo wir schon mal dabei sind. Rache für Plastiklöffel. Na. Lesrak wieder zum Geschehen dazu. So, jetzt hätten wir hier noch einen Einserblock. Ich glaube, den machen wir auch mit dem Manu. Oh, läuft. Bleiben aber stehen. Auch der ist gelähmt. Okay, das halbe Team der Dunkelelfen gelähmt. Okay, er geht aus den Tackle-Zonen raus, das ist ganz verständlich. So, was machen wir denn? Was machen wir denn? Machen hier den Blitz mit dem Manu. Folgen. Und direkt in die K.O.-Box. Perfekt. Leider nicht richtig Casualties, leider. Aber das Problem kennen wir ja. So, Samur schlägt hier mal den. Schiebt ihn beiseite. Dann haben wir noch den. Ah, gewandt. Wo möchtest du hin? Noch da. Alles klar. Ich folge dir. Und weg mit dir. Raus. So. Kriminus. Einmal nach da.
If the player is pushed here, it will finish in the public. And in general, fans are much more dangerous than players. Ah, Geriminus kann immer noch nicht den Ball fangen. Jetzt kann er's. So. Okay. Schauen wir mal, was der Dunkelelf hier noch macht. Erstmal auch steht er auf. Und da kommt tatsächlich ein Blitz. Negativblitz. Und ein Go for it. Aber das Go for it klappt schon nicht. Einmal hier. Den Läufer wieder zu Boden zerren. Loridas haut den Assassin. Cartman. Gelähmt. Alles klar. So, hier haben wir noch einen Assassin, der gehauen werden möchte. Folgen. Classic Löffel! Jetzt braucht man die Nolungswurf. Ah, der Assassin hier hat sehr, sehr gute Sachen. So, wie schützen wir unseren Ballträger jetzt am effektivsten? Ich denke, wir werden nach hier laufen. Dann kann er hier aufstehen, hier rüber. Aber das können wir ihm mit dem Tentakeltypen, glaube ich, ganz gut verwehren. Der kommt mit zwei Go-Furls an ihn dran, aber das ist mir dann auch egal. Okay, alles klar. Schauen wir mal, was er macht. Stechen schlägt fehl. Und da kommt wirklich der Block mit den zwei Go-For-Its. Erster klappt schon nicht. Und der zweite klappt. Coriminus verliert den Ball. Alles klar, wir beginnen erstmal hier mit einem Blitz. Weg mit dir. Dann haben wir hier noch einen Assassin, der ins Publikum rein will. Das ist der Stärke 4 Heini. Wieder gelähmt. So, der Elori das kümmert sich mal um ein bisschen Verstärkung hier oben. Und der Manu wird den Blitzer mal hauen. Und Wiederholungswurf. Ja, Block, Block. Ist klar. So, Backfisch. Ball aufheben. Coriminus fängt den Ball. Okay, will wieder gut machen, weil seine ersten Halbzeit verbockt hat. Wieder erstechen.
Und Minus Block. Alles klar. No problemo. Jetzt kommt aber noch ein Blitz. Ja, der läuft in zwei Tackle-Zonen rein. Das schafft er nicht einfach so. So. Manu einmal schlagen hier. Und folgen. Ein Stärke 4 Typen hätte ich schon ganz gerne irgendwie mehr weg. So, sagen wir das mal so. Die Chaoskrieger prügeln sich hier darum, wer darf den Assassinen zerkloppen. Also keiner schafft es. Wird es Plastiklöffel dann schaffen? Auch nicht. Eieieiei. Das ist schon ein bisschen peinlich. So, Koriminus nach vorne. Na komm, schmeißen wir mal einen Pass mit Koriminus. Ja, das zeigt, dass Backfisch heute nicht in Form ist. Das ist schon das zweite Mal. Jetzt ist drin. Oder sie gönnt den Kyriminus das nicht. Das kann natürlich auch sein. Nein, zwei Tackle-Zonen wieder rein. Oh, er schafft es diesmal. Und nimmt den Ball sogar in zwei Tackle-Zonen auf. Ja, kann man mal machen. So, wir starten damit, dass wir diesen Elfen hier erstmal hauen. Weg mit dir. Der muss zu Boden. Cartman schubst den mal eben ins Publikum. Das heißt aber auch, der Ball geht jetzt ziemlich unkontrolliert hier ins Feld. Ist der hier wieder aufgestanden? Ja, ist er. Alles klar. Dann laufen wir jetzt mal hier mit dem nach vorne. Koriminus. Komm, sicher dir den Ball, das ist am sichersten. Wiederholungswurf. Okay, alles klar. Der einmal zu Boden. Den müssen wir ein bisschen einmauern, das ist der nächste am Ball. So, wir hauen den dahin. Wie dem auch sei, wir können ihn höchstens zweimal schlagen hier. Dann doch lieber zweimal mit den Chaoskriegern schlagen. Mal noch da. Und das reicht schon. Einmal schön absichern, dass er da nicht rauskommt. Und dann beenden wir den Zug. Stärke 4 Blitzer möchte gegen den Blattskorpion hauen. Das bekommt ihm aber gar nicht gut. Macht man ja auch nicht. So, wir haben noch einen Wiederholungswurf. Das heißt, ich würde ganz gern nochmal hauen. Okay. Bevor wir den Touchdown machen. Es ist weich, es ist risky, aber ich versuche hier noch ein paar Casualties rauszuhauen. So, der hat keinen Block.
Leider nicht. Lesrak. War ja heute eigentlich in Form, der Lesrak. Come on. Yes, und da ist er. Das meine ich. Sehr schön, Lesrak. Der will es zeigen, dass er ein guter Chaoskrieger ist. Und Corimius. Touchdown. Bringt den Corimius weiter zum Stufenaufstieg. Böse guckt er, der Corimius. Muss gar nicht so böse gucken. So, wir nehmen hier einfach mal so eine voreingestellte Sache. Ja, die sieht ziemlich merkwürdig aus, aber wir bestätigen die Einstellung. So, und wie immer gucken wir jetzt dem Computer noch zu, wie er irgendwelchen Unsinn macht. Kriegen sie dann noch einen Wiederholungswurf, mit dem wir nichts mehr anfangen können. Jo. Ah, die K.O.-Box sieht schon ganz gut aus da hinten. Erstechen. Rausläuft er. Und dann gibt es hier einen Block. Gegen den armen Samur. Was hat der euch denn getan? Hey. So, was hat jetzt mal langsam? Oh, oh, oh. Alles klar. 1-0 Sieg durch den Touchdown von Corimius. Und der Starspieler ist auch noch Spieler des Spiels bei ihm, das heißt, er kriegt da keine guten Sachen. Und der Frank ist bei uns Starspieler des Spiels. So, wir gehen mal raus und gucken uns nochmal an. Ich glaube, wir hatten keinen Aufstieg. Spielerliste? Nee, wir hatten keinen Aufstieg. Alles klar. Ich habe den Wettbewerb gewonnen. Ole, ole, Super Palme. Yay. So, neue Saison. Sehr schön. Und dann gucken wir uns doch mal an, wer denn hier drin ist. Orks, Dunkelelfen, Zwerge, Skaven. Ja. Läuft. Läuft, läuft. Gibt Schlimmeres. Zwerge hoffentlich mal wieder. Das war ein ganz interessantes Match. Gut. Beim nächsten Mal gegen die Corrupted Spiders, das sind wieder Dunkelelfen, aber wir werden sie platt machen. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.